Ganz, ganz herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass wir diese Abendsession miteinander halten dürfen. Euer Sohn ist am Schlafen, habe ich hören sagen. Und ich würde gerne mit euch über die erste Geburt ein bisschen sprechen. Wenn ihr euch kurz vorstellen würdet, das wäre ganz lieb, ganz am Anfang, Vivian und Rico. Bitte. Hoi Urs. ich bin Rico, der Geburtsbegleiter und Vater von, also Geburtsbegleiter von Vivian und Vater von Kaleo. Und ich durfte den sanften Geburtkurs besuchen bei dir. So haben wir uns kennengelernt. Und ich bin Vivian, Mutter eines 9 Monate alten Sohn Kaleo, und durfte durch den Kurs eine magische Geburt ganz natürlich erleben. Ihr habt beide zusammen den Kurs besucht. Ihr habt sehr schnell danach auch schon geboren, für diejenigen, die hier zuschauen. Das könntest du vielleicht nachher erläutern. Auch ein bisschen, wie lange hat die Geburt gedauert? Wie war sie für dich zusammenfassend als Mama und als Papa rückblickend? Aber was war die Ausgangssituation, dass ihr überhaupt zu mir gekommen seid, zu diesem Konzept? Hattet ihr Ängste? Hattet ihr Zweifel? Hast du vor irgendetwas ganz Bestimmten oder du als Rico, als angehender Vater, Unsicherheitsgefühle gehabt? Nein, wir waren eigentlich schon sehr in einem Vertrauen, den Weg einer natürlichen Geburt zu gehen. Und seit du den sanften Geburtkurs in unserer Nachbarschaft gemacht hast, habe ich diese Tafel angeschaut, wo sanfte Geburt steht, und immer neugierig gedacht, was ist echt das? So haben wir uns dann gefunden. Ja. Ihr wart aber voll schon selber im Vertrauen, ihr seid bewusst unterwegs gewesen. Trotzdem, das erste Kind, war da, Vivian, irgendetwas, wo du trotzdem noch ein bisschen mehr Vertrauen hineingeben wolltest? Ja, auf jeden Fall habe ich mich sehr angezogen gefühlt, wo ich dann auch in der 34. Schwangerschaftswoche erst deinen Kurs gefunden habe online und irgendwie die Energie sich so zusammengefügt hat, dass ich sofort gespürt habe, ach, das ist es, und du noch einen Platz für uns frei hattest und wirklich noch uns zwei dazu nehmen konntest. Es musste einfach so sein, weil ich wollte schon noch irgendwo von außen unterstützt werden mit irgendeiner Art von Vorbereitung, aber bis dahin hat sich kein Kurs für mich interessant angefühlt oder angehört mit dem Angebot, bis ich dann auf deine Webseite gestoßen bin. Und wir haben am Samstag den Kurs besucht bei dir, und am Sonntagnacht ist unser kleiner Mann etwas früher als eigentlich vom Termin geplant gekommen. Und das war wirklich, er hat gedacht, so, meine Eltern sind ready, ich kann jetzt kommen. Also du warst in der 34. Woche hier, und dann hast du schon ziemlich danach geboren. Nein, ich habe ihn online gefunden in der 34. So. Ja, war okay. In der 36. Woche. Er war gerade gut, nur einen Monat zu früh. Dann habt ihr beide aber euch nicht wirklich so sehr noch mit dem Konzept beschäftigen können. Genau. Was hat euch dann trotzdem dieser Kurs für einen Nutzen, einen konkreten Nutzen gebracht, jetzt bezogen auf die Geburt? Ich zum Beispiel als Mann, ich habe Werkzeuge gefunden, wo ich auch eine gewisse Sicherheit hatte, diese Werkzeuge anzuwenden, weil wenn der Mann die ganze Zeit ruhig bleibt zum Beispiel, aber keine Werkzeuge hat, das auch der Frau weiterzugeben, dann nützt das nichts. Und da habe ich sehr inspirierende Werkzeuge gefunden, die sich auch sogar in unsere Tagesstruktur eingefunden haben. Auch nach der Geburt jetzt? Genau. Ja, sehr schön. Weiterführen. Was hat dir das gebracht, Vivian? Also ich hatte eine kleine Angst, und die haben wir zusammen am Kurs, hast du mich als Beispiel genommen, und das konnte ich dann, meine kleine Angst von nicht selbstbestimmt gebären zu können, angeschaut und umprogrammiert miteinander mit einer sehr guten Coaching-Philosophie. Und dann habe ich wirklich
wir mussten ihn im Spital gebären, weil er eine Frühgeburt war, und das war eigentlich alles gar nicht so vorgesehen von uns, aber es ist perfekt, wie es passiert ist. Und ich konnte trotz Spital sehr selbstbestimmt gebären und ich konnte meine Philosophie und wie ich es handhaben wollte, durchsetzen, obwohl das Spital war. Die haben nicht die Herztöne gehört während der Geburt, weil ich gesagt habe, nein, ich vertraue mir und meinem Kind und ich spüre, wenn etwas nicht okay ist, aber im Wasser will ich sicher nicht diesen Gurt anziehen und das ist gut, vertrau mir. Und die Hebamme hat wirklich mitgemacht und hat mir und dem Rico vertraut und durch den Kurs hat Rico mir diesen Rahmen gehalten und ich konnte wirklich fließen in diesem Prozess mit Kaleo zusammen, weil das Kind hilft ja mit und es ist eine Reise, wo wir uns wirklich hingeben konnten. Und die letzten 2 Stunden fast hatte ich meine Augen immer zu, aber ich habe alles mit Licht wahrgenommen und das Kind hat mich geführt und Rico hat mich gehalten, physisch und energetisch. Und das war einfach nur magisch zu erleben, dass ich im Wasser einfach wirklich meinen Körper fließen lassen konnte und jeden Gefühl oder jedem Laut, den ich von mir geben wollte, freien Fluss. Einfach das frei fließen lassen konnte, ohne Angst und einfach offen zu sein und entspannt zu sein und vor viel, viel Liebe und Vorfreude. Hört sich einladend an, Ja. als Team, als Paar, wie ihr das miteinander erleben durftet. Die Geburt ging ungefähr 4 Stunden, haben wir miteinander so gerechnet, von da an, wo wiederkehrende Kontraktionen kamen. Ihr wart im Spital, ihr wart selbstbestimmend unterwegs. Wie würdest du das hast du sicher schon gemacht, Vivian oder Rico, deiner besten Freundin oder der Mutter, jemandem weitererzählt, zusammenfassen, wie war die Geburt? Ein paar kurze Sätze. Für dich als Papa, Rico. Inspirierend, überwältigend, einfach nur schön. Einfach nur schön. Das Magisch. würde ich jetzt in dieser Kürze, da draußen, wenn jemand zuschaut und angehender Vater ist, auch gerne so noch einmal wiederholen. Einfach nur schön. Wenn das ein Mann sagt, ein Vater, ein Geburtsbegleiter, dann kann man davon ausgehen, es war einfach ein gutes Erlebnis. Ihr könntet es wiederholen. Richtig, Rico? Ja. Wir werden es wiederholen. Ich Aha. bin nämlich schon wieder schwanger. Ach so. Wunderbar, also es kommt schon bald wieder ein neues Sonnenkind daher. Aber schön zu hören, also Gratulation von dieser Seite natürlich, klar. Wir werden da wieder zusammenarbeiten, weil das ist nicht gängig so. Männer schauen oft nach der Geburt ganz anders auf dieses Erlebnis zurück, als das jetzt Rico gerade so kurz und charmant und einladend ausgedrückt hat. Wie würdest du das zusammenfassen, Vivian? Deine Geburt, das Geburtserlebnis der Vivian? Es ist einfach nur magisch. Es war vom ersten Moment, wo wir da ins Spital gefahren sind, bis zu dem Moment, wo wir das Spital wieder verlassen haben, einfach ein bestärkendes, wunderschönes, magisches Erlebnis in so viel Vertrauen, so viel Verbundenheit. Als Team, wir zusammen mit dem Kind in dieser einzigartigen Liebe und Verbundenheit und auch im Team mit Kaleo und den Start ins Leben für ihn so zu ermöglichen, ohne jeglichen Stress. Die werden getestet, die kleinen Kinder, in der Nabelschnurblut, wie viel Stress die hatten während des Prozesses und die Hebamme war so baff, weil er null, null Stress hatte. Sehr Und das schön. einfach nur, weil ich mir Zeit gelassen habe. Vor allem am Schluss. Ich konnte den Kopf schon lange, lange, lange spüren und er war schon lange draußen ein Stückchen weit. Und doch habe ich gespürt, mein Körper ist noch nicht bereit, die Haut ist noch nicht bereit. Also ich atme einfach nochmal in diese Welle und noch einmal, weil es ist nicht wichtig, wie lange und wie oft, sondern einfach in das Gefühl reinzugehen. Und das war so wirklich magisch.
so selbstbestimmt und so mit meinem Körper, so viel Vertrauen in meinem Körper. Und einfach mein Körper hat es so toll gemacht, dass ich mich so bestärkt fühle von diesem Erlebnis. Einfach nur, wow, ich habe so geboren. So einfach nur wirklich überwältigend. Man sieht es dir an, man fühlt das auch und das sieht man an den Gesichtszügen bei beiden. Der Rico ist die Ruhe in sich. Julian strahlt, wenn man darüber erzählt, was man erleben durfte. Könnt ihr das angehenden Eltern empfehlen, sich so mit den besten Voraussetzungen und Möglichkeiten zu beschäftigen, damit das auch so gut verlaufen darf und kann, wie Mutter Natur das grundsätzlich ja vorgesehen hat? Ja. Eindeutig. Es ist ein Geschenk für die nächste Generation. Ihr habt einen Zusatznutzen. Ne? Ich höre daraus, dass euer Kind 9 Monate jung ist es, oder? Der Kaleo, ja. Euer Sohn. Dass er gesund, strotzend vor Energie ist. Dass er, das kann man auch immer wieder in diesen, ich habe viele tausend Interviews geführt, auch hören, Kinder schlafen besser, als wenn sie unter Stress zur Welt kommen. Könnt ihr darüber was sagen, als Zusatznutzen, Mehrwert? Ich habe mich schon lange mit, schon viel in der Psychologie mit Traumas beschäftigt und die meisten kommen aus der Geburt, die wir probieren aufzulösen. Und wäre doch schön, wenn wir keine Traumas mehr weitergeben, sondern das zusammen so erleben, wie es eigentlich gedacht ist. Cool, sehr schön zusammengefasst. Und da gehört auch die Schwangerschaft noch mit dazu, weil da beginnen die Traumas, die wir weitergeben. Als Mutter haben wir ein Riesengeschenk, unser Kind spüren zu können, wie es wächst und wie Leben das Leben kreiert und wächst in uns. Aber auch, dass jeder Gedanke, den wir haben und jedes Gefühl, das wir fühlen, fließt durch unser Kind durch. Und da fängt es schon an mit den Traumas. Wenn man da schon ins Vertrauen kommen kann und da schon sich bewusst ist, ich bin schwanger geworden, weil mein Körper das kann und weil ich mit Vertrauen der Natur vertrauen kann. Und da beginnt das schon für mich. Und dann die Geburt ist einfach so schön, wenn man das Leben mit Liebe begrüßen kann und mit einem solchen Ja. Dann Kaleo ist so verbunden und vertraut und so mutig. Er ist wirklich wunderbar zu beobachten, wie er sich entfaltet. Und ich glaube fest, dass die Geburt ein großer Anteil war und auch meine vertrauensvolle Schwangerschaftszeit in der Schwangerschaft. Die Wissenschaft weiß, was über die Nabelschnur geprägt wird, diese 40 Wochen. Das kann man weltweit einheitlich bestätigt hören. Die Wissenschaft denkt, dass es bis zu 50-80% dort schon geprägt wird, was ein Kind danach auf die Welt mitbringt, eben in Richtung Liebe oder in eine andere Richtung. Schön, dass ihr hier wart, dass ihr mit eurem jungen Elterndasein andere hoffentlich motiviert da draußen, unsere Kinder so wunderbar zur Welt bringen zu dürfen und die Schwangerschaft bewusst zu erleben. Ich habe Freude. Und ich bin überzeugt, die zweite Geburt wird genauso gut verlaufen. Dieses Vertrauen sieht man euch beiden schon an. Da ist kein Zweifel, da ist kein Misstrauen, da ist kein, ich lasse mich von außen zu viel ablenken. Danke vielmals, dass ihr hier wart und andere da draußen hoffentlich sehr, sehr ermutigt habt, den Weg der natürlichen Geburt zu gehen. Danke vielmals, Vivian. Und danke schön, Rico, auch als Papa. Macht's gut und alles Beste für die zweite Schwangerschaft. Dankeschön. Ja. Und danke, Urs, dass es dich gibt. Danke. Und du dieses Wissen teilst und uns Eltern dieses Geschenk machst und diesen vielen Kindern so das Leben begrüßen zu dürfen. Es ist wirklich wertvoll fürs Leben von vielen Seelen. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Und bis auf bald. Wir hören und sehen uns, ja?